Moin Giorno und willkommen bei einer neuen Folge von Grillcoach Gerrit. Freunde, heute gibt's Rips und zwar teste ich heute verschiedene Garmethoden. Ich bereite die Rips heute in verschiedenen Methoden zu und zwar in der 390, 400, 500 und vielleicht auch noch in der 600 Methode. Das 390 zum Beispiel bedeutet 3 Stunden räuchern, 0 Stunden Dampfgaren und 0 Stunden glasen. Wenn ihr diese Standard-Rips sehen wollt, die 321-Rips, Freunde, da verlinke ich euch mal hier oben mein Video. Da habe ich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr richtig geile 321-Rips macht. Die Rips mache ich heute auf einer besonderen Hardware, aber dazu seht ihr gleich ein bisschen mehr. Ich habe hier 4 schöne Leitern. Wir wollen ja im Endeffekt 4 verschiedene Gargrade testen mit der X00-Version. Das Ganze rubben wir heute mit Blackburns Barbecue. Dabei gehen liebe Grüße raus an den Hawk Blackburn. Vielen Dank dafür. Das hast du mir damals mal gegeben bei der Hessischen Grillmeisterschaft. Werde ich heute mal testen. Also ein richtig cooles Barbecue-Gewürz. Ist übrigens von Don Markus aufgelegt. So, und da wir ja die nachher noch glasen wollen, habe ich hier heute aus der Blue Hawk Serie vom Big J Seasoning. Und zwar habe ich hier den Rips Boss Glaze. Auch da bin ich mal gespannt. So, jetzt werden wir uns um die Rippchen kümmern. Das zeige ich jetzt nicht im Detail. Ich habe jetzt schon die Silberhaut runter. Ich werde sie jetzt rubben. Das mache ich jetzt fertig. Wie gesagt, ich habe euch ja schon mal ein Video eingewendet, wo ich wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung habe. Die Rippchen sind heute ganz normale Schweinerippchen. Nichts Besonderes, aber es geht ja im Endeffekt um den Vergleich der Gargrade. So, den Rub mache ich mal auf. Richtige Stücke sind da drin von den Gewürzen. Also bin ich mal sehr gespannt, Hawk. Ich mag es ja persönlich ein bisschen spicy. Mal gucken, wie der so ist. Ich hatte von dem Hawk schon mal das Hähnchengewürz und da muss ich sagen, das war das Spicy Chicken oder so hieß das. Das habe ich mal beim Sebastian probiert. Liebe Grüße gehen raus an der Sebastian, wir sehen uns ja auch bald wieder. Fand ich richtig lecker. Ich glaube, muss ich mir auch nochmal besorgen. So, wenn ich die jetzt fertig habe, natürlich von beiden Seiten ordentlich gerubbt, dann sehen wir uns hier gleich wieder. So Freunde, gerubbt sind sie. Da kann ordentlich ran. Wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, als ich jetzt beim Video drehe, dann könnt ihr das auch gerne ein paar Stunden stehen lassen. Ich verwende sie jetzt und dafür gehen wir jetzt rüber an den Grill. So Freunde, hier nun an meinem Grill. Ich nutze heute den Weber Smoky Joe. Der ist in Deutschland nie auf den Markt gekommen. Das Video, wo ich euch den mal vorstelle, das verlinke ich hier oben, ist eigentlich ein 47er Grill. Zeige ich euch mal, aber mobil. Ich habe jetzt hier schon einmal die Rippchenständer drin. Der Deckel lässt sich auch arretieren, wie bei diesem kleinen 37er. Dann haben wir hier einen Grillrost drin. Und der Clou ist, das habt ihr auch in dem Video gesehen, habe ich hier den Smokenator von der Firma Grillroscom. Der ist für 47 cm Weber Grills, passte in meinen nicht rein, weil der ein bisschen flacher ist. Und den hat der Dirk von Hein und Barbecue mir kleiner gemacht, sodass der jetzt richtig geil hier reinpasst. Und den nutzen wir heute, den testen wir heute. Ich habe hier schon mal Kohlen vorgezündet, die gebe ich jetzt mal hier rein. Dann habe ich hier die Wasserschale, die wird dann hier reingesetzt. Tatsächlich habe ich hier Räucherchips von Weber, die sind eigentlich für Poultry. Gehen aber auch mit Pork. Dann setze ich mir jetzt meinen Grillrost drauf. Kommt mein Rippchenhalter ins Spiel. Den guten von Ikea, den muss man einfach haben. Und dann setze ich mir die Rippchen rein. Die großen vorne. Die kleinen weiter hinten. Aber passen tatsächlich ungefähr 6 Rips rein hier, würde ich sagen. Ist gar nicht übel. So soll überall Rauch rankommen. Der Deckel hat jetzt hier keine Temperaturüberwachung. Deswegen werde ich jetzt noch ein Thermometer mit reinsetzen, um die Temperatur zu steuern. Denn die geht oben über das Auslassventil und unten. Wie ich jetzt mein Thermometer in Gang bringe, das zeige ich euch jetzt nicht. Das stelle ich so auf ungefähr 130, 120 Grad ein. Und wenn wir das erreicht haben, lasse ich das jetzt erstmal für 3 Stunden in dem Rauch und dann werden wir das erste Rippchen probieren. 3 Stunden später, jetzt geht es ran, das erste Rippchen zu probieren. Ich habe zwischendurch mal mit Flüssigkeit ein bisschen besprüht. Ich habe dreimal insgesamt hier ein bisschen Chips nachgelegt. So, und dann schauen wir uns mal an, wie sie aussehen. So, Freunde. Flüssigkeit habe ich auch schon einmal nachgepackt. Ich nehme jetzt ein Rippchen und dann werden wir den ersten probieren nach 3 Stunden. Ich nehme doch einfach mal den hier vorne gleich. So, Freunde, so sieht's aus.
Den packe ich mir jetzt aufs Brett und dann nehme ich euch jetzt mit. Wie ihr seht, habe ich den lieben Tommy von Tommys Barbecue in Life dabei. Wir werden gemeinsam probieren. Schneiden wir uns mal hier eine Leiter ab. Also beim Schneiden merke ich schon nach 3 Stunden, dass sie auf alle Fälle nicht voll auf dem Boden sind. Ich mache mal ein bisschen von der Soße hier rein. So, Tommy. Und dann einmal zugegriffen. Freunde, so sieht's aus. Ich werde erstmal jetzt aber probieren ohne Soße, nur mit dem Gewürz. Also das Fleisch ist bissfest noch. Mir für Rippchen tatsächlich nach 3 Stunden noch zu bissfest. Das noch, ja. Hat mehr was in die Richtung Schnitzel. Hm, so von der Struktur, finde ich. Das Gewürz selber hat schon guten Bums. Mhm. Aber ist jetzt schon schön rauchen, ne? Genau. So, dann probieren wir mal mit dem Glaze. Passt ganz gut zusammen, ne? Passt ganz gut. Ich glaube, wir werden noch eins machen. Ich werde bei den nächsten Rips mal so eine Viertelstunde vorher das Rip glazen, bevor wir das dann rausnehmen. Aber die Kombination ist jetzt schon gut mit der Schärfe von dem Rub. Ja. Und der Süße von dem Glaze, also hebt sich beides gut weg. Ja, man kann es essen, es ist gar, aber es hat auch nicht so viel mit Rips zu tun, wie man eigentlich erwartet. Aber warte ab, Freunde, das Gesamtfazit bringe ich am Ende und wir sehen uns jetzt gleich nach 4 Stunden wieder, wenn wir dann nach diesen 300 Rips die 400 Rips probieren. So, Freunde, eine weitere Stunde ist rum. Wir testen jetzt die 400 Rips. Ich habe zwischendurch auch noch mal wieder eingesprüht und, wie ich das auch angekündigt hatte vorhin, 10 Minuten bevor wir jetzt die rausnehmen, einmal mit der Barbecue-Soße geglazed, weil das ist dann doch ein bisschen besser. So sieht's aus. Ich habe mir diesen hier auserkoren. Deckel geht wieder rauf. Und wir sehen uns gleich am Tisch. Da werde ich mit dem Tommy gleich wieder die 400-Variante verkosten. Wir nehmen wieder was aus der Mitte raus. Und dann werden wir mal gucken. Auch rauchend, aber den haben wir vorhin schon gesehen. Die sehen schon besser aus, ne? Na, wollen wir mal probieren. Die werden schon weicher. Ja. Die Stunde merkt man. Also damit könnte man jetzt schon, finde ich, seine Gäste schon mal beglücken. Wer es noch ein bisschen fester möchte, ist glaube ich bei 4 Stunden ziemlich gut. Auch Kombination auch mit dem Glaze, total geil. Könnte man jetzt schon so verkaufen. Genau, und es fängt auch an, sich langsam vom Knochen zu lösen. Ja. So, Freunde, wir warten jetzt auf die 500. Fazit am Ende. Fünf Stunden sind rum, Freunde. Ich habe jetzt hier den 500 Rip. Den habe ich vor ungefähr einer Viertelstunde lackiert auf der Oberseite und dann schneiden wir uns hier mal was raus. Ich freue mich. So sehen sie aus. Die Richtung stimmt. Aber noch nicht komplett voll auf den Boden. Hier sieht man auch nochmal, wie geil der Rauch hängt, Freunde. Also das ist eine Nummer, da sage ich schon mal nicht nein. Löst sich schon zum Teil vom Knochen. Der Rub vom Hawk Blackburn, der ist meiner Meinung nach relativ salzlastig. Aber zusammen mit dem süßen Rub, richtig geile Nummer. Hitzig. Kann man anbieten. Definitiv. Aber jetzt wollen wir auch noch wissen, wie die 600 sind, Freunde. Und danach gibt es dann das Fazit. So, Freunde, wird gleich dunkel. Wir haben die 6 Stunden aber geschafft. Nehmen wir uns den letzten Rip hier mal raus. Also ich muss sagen, sieht auch sehr, sehr gut aus. Nehmen wir uns mal ein Stück raus. Das schneidet sich auch schon wesentlich leichter jetzt. Und dann probieren wir mal, Freunde. Schaut's mal. So sieht's jetzt aus. Mmh. Ja. Fleisch löst sich. Vom Knochen. So nehme ich die. Das ist geil. Mhm. Okay, bevor es gleich ganz dunkel wird. Die 600. Fall of the Bone. Ihr seht das hier. Astrein. Ein bisschen anders von der Bissfestigkeit wie die 321. Die sind ein bisschen fester, aber finde ich richtig geil. Ich empfehle euch, entweder wenn ihr auch voll auf dem Boden steht, die 600 zu machen. Wenn ihr nicht die 321 macht, die 500 ist auch okay, wenn ihr ein bisschen mehr Biss haben wollt. Aber die 3 oder die 4er würde ich jetzt nicht so nehmen. 4 geht schon, wenn es mal schnell gehen muss, aber macht mal lieber die 5er oder die 600. Ich muss mich nochmal bedanken, jetzt hier bei den Big Chase,
für die Barbecue-Soße passt sehr gut, schön rauchig. Genauso auch an den Little Hawk Blackburn, richtig geiler Rapp. Ein Tick salzlastig, finde ich, aber wenn man das weiß und mit dagegen wirkt, richtig gut. Der Grill, muss ich sagen, hat wirklich geilen Dienst gemacht, passen ungefähr 6 Rippchen drauf. Der Weber Jumbo Joe heißt der, der in Deutschland nie auf den Markt gekommen ist. Keine Ahnung warum, ich finde den geil. Und auch der Smokinator hat richtig geilen Dienst getan. Ich glaube, wir haben jetzt insgesamt 12 oder 14 Briketts verwendet und das ist immer noch auf 130 Grad oder 120 Grad. Ich habe 2-3 Stunden gesmoked, länger würde ich nicht machen. Dreimal ein bisschen Chips reingemacht. Ja, also das ist das Ergebnis quasi von meinem Test 3 bis 600. Ne, sind wir uns relativ einig, glaube ich, ne? 5 oder 6. Probiert es mal selber aus, Freunde. Schreibt mir mal bitte unter das Video, wie ihr eure Ribs am liebsten esst. Und ja, falls ihr das noch nicht seid, könnt ihr hier vorne gerne Abonnent vom Kanal werden. Auf der Seite könnt ihr gerne Videos von mir weitergucken. Geht auch mal zum Tommy, den verlinke ich euch nochmal. Und ja, in dem Sinne sehen wir uns nächste Woche Mittwoch, wenn es wieder heißt. Mittwoch ist Grillcoach Gerrit Zeit. Ciao.